und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coffee Talk, Episode 2, Butterfly und Hibiskus. Tja, in der letzten Folge haben wir dann auch wieder Aqua Myrtle wieder mal gesehen. Aqua, die an ihrem Spiel arbeitet. Sie ist halt noch von so einer Universität und Myrtle arbeitet schon länger in der Gaming-Branche. Ja, Aqua will halt ein Spiel entwickeln, entwickelt halt ein Spiel und ihr Lieblingspublisher hat das Spiel in Betracht gezogen, wird es halt publishen alles, aber naja, haben halt nur einen Knebelvertrag für sie. Aqua ist halt nicht sicher, naja, soll ich den annehmen oder nicht, ist das vielleicht das Beste, was in meiner Situation für mich drin ist, so als Vertrag. Und andere würden mir auch keinen besseren Vertrag bieten oder nicht. Und sie sagt, naja, es gibt deutlich bessere Verträge als sowas. Ja, wie soll sie will ihr halt helfen, aber ein bisschen Clinch zwischen den beiden. Hoffentlich können wir das auflösen. Weil nach den Errungenschaften, was ich mal gesehen habe, in der ersten Folge hat man ja gesehen, den Streit lösen von den beiden, den Streit nicht lösen. Also schauen wir wahrscheinlich, wenn die richtigen Getränke bringen, kannst du wahrscheinlich lösen den Streit oder den Disput. Und wenn du die falschen Getränke bringst, wahrscheinlich dann nicht, denke ich mal. Das zeigt, was sie wirklich sind. Genau. Ich mag es sehr, mit dir an dem Spiel zu arbeiten. Das tue ich wirklich. Ich liebe es zu hören, was sie mit ihrem Spiel erzählen will. Wir sind auch nicht an die Regeln eines Markenunternehmens oder so gebunden. Es ist also interessant und macht mehr Spaß, über Möglichkeiten nachzudenken, wie wir unsere Ideen in das Spiel einbringen können. Eine gute Abwechslung zu dem, was ich tagsüber als Game Designer mache. Verstehe. Ich will nur, dass sie es versteht. Ja, komisch, was die Geschichten so ein bisschen hinter denen. Und wie gesagt, das erste Spiel ist für mich jetzt auch 1, 2, 3 Jahre her oder so. Als ich gespielt, trotzdem war ich das immer noch. Ich habe es nur einmal durchgespielt, aber irgendwie. Jetzt haben sie hinbekommen, die Entwickler, dass hier die Charaktere, die irgendwie. Zwar nicht alles mit Namen, aber jetzt im Großen und Ganzen mit den Geschichten irgendwie im Kopf geblieben sind. Haben gut gemocht irgendwo. Dass ich mir einfach noch Sorgen mache. Um sie. Alles gute Gründer. Ja, Hoji hat recht. Obwohl ich mich frage, hast du deiner Freundin irgendetwas davon gesagt? Was? Warum soll ich das tun? Warum solltest du das nicht tun? Ich will nicht unheimlich sein oder so, aber als ich euch belauscht habe... Das ist unheimlich. Richtig, tut mir leid. Als abgesehen davon, dass ich unheimlich bin, offensichtlich hast du viel darüber nachgedacht. Aber wenn du nur darüber sprichst, wie blöd der Vertrag ist und nichts von dem, was du gerade gesagt hast. Puh. Wenn ich in ihrer Lage wäre, würde ich mich auch ziemlich mies fühlen. Denn dann würde ich mich fragen, ob mein Partner noch hinter mir steht. Weißt du? Ich meine, ob es ihn überhaupt noch interessiert. Denn es klingt, als wäre das Projekt ihr Baby. Wie du schon sagtest, passen Arbeit und Beziehungen nicht gut zusammen. Und die beiden sind wohl nicht nur Freunde, sondern also ein Paar. Sind also lesbisch. Doch wie, was weiß ich. Ja, von mir aus. Es wäre also gar nicht so aufwegig, wenn sie sich über dieselben Dinge Gedanken macht wie du. Richtig. Was denkt sie noch? Also, Verzeichen. Nachdem ich das jetzt gesagt habe, fühle ich mich immer noch mehr wie ein Arsch wegen dem, was gestern passiert ist. Hinterher ist man immer schlauer, oder? Ich denke noch nach. Ich denke, das kann so rüberkommen. Ich dachte einfach, sie würde verstehen, was ich meine. Aber vielleicht nehme ich die Dinge als selbstverständlich hin. Ich bin es, die ihr nicht vertraut hat. Und ich wollte einfach nicht, dass sich die Dinge ändern. Peinlich. Was bin ich nur für eine Freundin? Ich gehe jetzt. In Ordnung. Ich hoffe, dass sich alles zum Guten wenden wird. Wir werden sehen. Komm gut nach Hause. Yep.
Tschüss. Oh, oh, tschüss. Puh. Was für eine Nacht. Und ich habe überhaupt nichts geschafft. Das ist schade. War das hier so etwas wie ein normales Ereignis oder so? Nicht speziell Sie, ich meine im Allgemeinen. Nun ja. Du scheinst das gewohnt zu sein. Die Antwort ist also eindeutig ja, oder? Nicht immer. Aber oft genug. Cool. 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 Es ist also der wahre Grund, warum dieser Laden Coffee Talk heißt, oder? Du bringst die Leute zum Reden. Tue ich das? Naja, es kommt mir vor, als würde der ganze Laden das tun. Sogar ich rede viel mehr über mich selbst als sonst. Was irgendwie seltsam ist. Aber auch seltsam kathartisch. Ich fasse das als Kompliment auf. Danke, denke ich. Das solltest du auch. Das ist eine Besonderheit. Ich glaube, es bringt mehr, über Dinge zu reden, ohne sich vorher zu betrinken. Sicherlich ist es peinlicher, dich daran zu erinnern. Aber gut für die Selbstreflexion. Gutes Argument. Wie auch immer, bevor ich es vergesse, kannst du etwas für mich aufbewahren? Hm? Ein Fidget Spinner. Dem aufgedruckten Social-Media-Handle auf der Rückseite. So, um also Georgie sein Feuerzeug zu geben, um ihm hier das Ding dann. Warum muss ich das Scheißding jetzt eigentlich behalten jetzt? Ich führe doch hier kein Fundbüro. Ein Fidget Spinner. Meine alte Visitenkarte. Wenn die Dame von gestern wieder kommt, könntest du ihr das geben? Ah, er will also. Hier ist hier nochmal. Riona das geben. Nämlich Aqua, 12. Januar. Forscherin bei Tag, Indie-Entwicklerin bei Nacht. Du meinst Riona? Ja, Riona. Ich meine, ich schulde ihr eine Entschuldigung, verstehst du? Und ich konnte sie online nur mit ihren Vornamen nicht finden, wenn das überhaupt ihr richtiger Name ist. Ich dachte, du könntest das vielleicht zusammen mit meinen Infos an sie weitergeben, damit sie mir eine DM schicken kann. Außerdem ist es in dieser Form unwahrscheinlicher, dass sie weggeworfen werden, oder? Oder? Es kommt wirklich auf die Person an. Persönliche Kontaktinformationen. Die Kontaktinfos eines Influencers. Oh, ich wollte das lesen. Spiel. Glaubst du, sie wird sie wegwerfen? Als Influencer mit einer bestimmten Person Kontakt aufnehmen können. Oh. Glaubst du, sie wird sie wegwerfen? Ganz ehrlich? Das kann ich nicht sagen. Oh, jetzt machst du mich nervös. Kannst du es zurückgeben? Ich könnte es jetzt brauchen. Klar. Nein, schon gut, behalte es. Ich muss meine Entschlossenheit beibehalten. Wie wäre es, wenn du stattdessen deine E-Mail aufschreibst? Es wird es ein bisschen persönlicher. Meinst du? Ich dachte, sie würde sich wohler fühlen, mich zu kontaktieren, wenn sie weniger persönlich ist. Deshalb dachte ich mir, dass es besser wäre, wenn sie mir eine DM schickt. Aber andererseits... Nee, du hast recht. Eine direkte Verbindung ist besser. Oh, das habe ich zu schnell geklickt. Eine direkte Verbindung wäre hier besser. Aber es ist, wenn sie es wegwirft. Zumindest hast du es aufrichtig versucht. Das stimmt. In Ordnung. Ich vertraue auf dein Urteilsvermögen, Bochi. Ein Stück Papier, auf dem Lukas, Tomachi, Benutzername und seine Telefonnummer stehen. Jetzt noch ein Gegenstand, oder? Kann ich ihm doch eigentlich den Fidget-Spinner zurückgeben, oder? Wenn das so ist, könntest du es ja bitte geben, wenn die Zeit reif ist? Oh, wenn die Zeit reif ist, das bedeutet doch theoretisch nicht einfach gleich, sondern wenn sie gut geladen ist wahrscheinlich.
Wenn dann nicht immer ihr dann die Karte gibt, wenn die Karte beschissen drauf ist. Kann ich mir das jetzt geben, hier seinen Fidget Spinner? Ne? Ich glaube nur, wenn ich ein Getränk gebe, glaube ich. Falls sie überhaupt zurückkommt. Ich werde sehen, was ich tun kann. In Ordnung. Super. Danke, Hoji. Du bist klasse. Oh Mann. Ich gehe besser, bevor der Regen schlimmer wird. Wir sehen uns, Hoji. Arbeite nicht zu hart, okay? Danke. Komm gut nach Hause. Pass auf dich auf. Was ist jetzt nur hier mit dem Ding? Puh. Was für ein Tag. Jetzt ist der Tag vorbei. Wie ist das wegen? Das weiß man nicht, wie lange so ein Tag geht. Dunkle Schokolade, schwarz, warm und beruhigend. Das muss ich also jetzt zubereiten. Bei irgendjemand. Dunkle Schokolade also. Donnerstag, 21. September 2023. Gucken, was in der Zeitung steht. UFO heute Morgen von Space National Guard Kampfflugzeugen gesichtet. Da kommt wohl hier Neil zurück. Ändert eure Einmalkennwörter. Rat der Regierung zur Verhinderung von Datenleaks verblüfft alle. Was? Gobble Labs bekämpft invasive Rotfeuerfische durch Freilassung von Killeralgen. Heute Abend herrscht da draußen eine unheimliche Atmosphäre. Das ist schön. Ich gucke erstmal hier. Lua, oder war es jetzt schon Lua-Computer zurück, wenn die jetzt schon angezeigt wird? Lead bis Dev by Discovery National Capital. Da war ja am ersten Teil gewesen. Sieht die Succubus-Frau in da 11. Was haben wir denn hier? Ich habe gerade das heutige Tanztraining beendet. Ich bin total durchgeschwitzt. Aber mein Trainer hat gesagt, dass ich mich in letzter Zeit wirklich verbessert habe. Yay! Yeah! Und Gala hat auch geliked, der Werwolf. Riona, neuer Zeitplan für das Auffüllen der Partygetränke aufgrund neuer Vorschriften. Bestellschluss 1 Uhr, Ladenschluss um 1.30 Uhr. Lieferung aus Bellevue. Ach, sie arbeitet wohl Getränkemarkt oder in einer Bar? Neuer Zeitplan für das Auffüllen von Partygetränken. Schauen wir aber, dass sie in der Bar, wie es aussieht. Sag mal, ist das... Was, sag mal, ist dein Handy-Akku auch so schlecht? Benutze seit einem Monat diese Powerbank. Klick den Link für die Infos. Dinger kann ich gar nicht klicken, aber zumindest passiert da jetzt nichts weiter. Was haben wir hier? Baileys. Das ist doch hier Baileys, ist doch hier der Freund von. Nein, hier. Qualitätsarbeit hat ihren Preis. Du kannst nicht 1000 Dollar Qualität verlangen, dann 150 zahlen. Respektiere die Leute, mit denen du arbeiten willst. Heute war gleich der Vampir gewesen. Georgie. Ich habe gerade ein paar junge Leute wegen Trunkenheit am Steuer angehalten. Also lasst euch das allen eine Lektion sein, euren Sprit nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Lukas, gerade herausgefunden, dass Kaffee ohne Milchgetränk keine Mahlzeit ersetzt. Aqua, es ist schön, wenn Dinge anständig kommuniziert werden. Mörtel, zuhören ist eine Kunst, die ich oft für selbstverständlich halte. Irgendwie mag ich das Spiel, ich weiß auch nicht warum, aber ich mag's. Hier wird was Schönes. Der Preis des Glücks von Ralia Aumat, 21. September 2023. Die Verkäuferin knüpfte mir 13 Dollar für zwei Päckchen Zigaretten ab, die ich hinter dem Tresen ausgesucht hatte.
Das sollte reichen, um mich 4 Tage lang bei Verstand zu halten, wenn ich langsam 10 pro Tag rauchte. Ich zündete mir eine an, sobald ich den Laden verlassen hatte. 9 Zigaretten für heute noch übrig. Auf dem Weg zu dem Café, in dem ich normalerweise schreibe, schaue ich auf mein Handy. Spotify hat mir gerade seine monatliche Gebühr von $10 berechnet. Wenn man bedenkt, dass mein letztes Rap mehr als 80.000 Minuten umfasst hatte, ist der Zehner gut angelegt. Ich schloss die Spotify-Benachrichtigung zusammen mit einigen E-Mail-Benachrichtigungen zu Festanstellungen, auf die ich mir Hoffnungen gemacht hatte, alles höflich absagen. Scheinbar war ich noch etwas länger mein eigener Chef. Ich drückte meine Zigarette im Mülleimer neben der Tür des Kaffees aus, bevor ich die Asche wegwischte. Die es geschafft hatte, einige Flecken auf mein heruntergesetzten Flanellhemd zu hinterlassen. Das Café war völlig leer, abgesehen von den offensichtlichen Uni-Studenten, die sich mit ihren Hausarbeiten abmühten. Menschen mit richtigen Jobs arbeiten schließlich nicht in einem Café. Sie arbeiten in hohen Gebäuden mit Ausweisen und schicken Anzügen. Die Art von Leuten, die ihr Leben und sämtliche Ausgaben bis in die 80er hinein geplant haben. Ich saß im Raucherbereich. Ein Becher, $2 Eiskaffee, thronte neben meinem Laptop, an der sich Kondenswassertropfen spielerisch ein Wettrennen dem Tisch entgegenlieferten. Einige Tropfen verharrten am Rand des Bechers, als ob sie ihren Weg nach unten planten, um die schnellstmögliche Route zu finden. Ich freute mich für die Tropfen, die ihr über ihren Weg nachdachten, ohne zu wissen, was sie auf dem Boden erwarten würde. Sie wissen auch nicht, ob sie es überhaupt bis dorthin schaffen können. Und so begann ich zu tippen. Ich musste über die ökonomische Forschungsarbeit eines Nobelpreisträgers berichten, in der es darum geht, wie viel Geld man pro Jahr verdienen muss, um optimale Lebensbedingungen zu erreichen. Es sind übrigens $75.000 pro Jahr. Diese Zahl ist besonders für einen Einwanderer, der wie ich gerade erst angefangen hat, dem amerikanischen Traum nachzujagen, sehr hoch. Ich zahle ein Vermögen für meine heruntergekommene Wohnung. Allein die monatlichen Kosten für die U-Bahn liegen bei über 100. Wenn ich meine jährlichen Ausgaben zähle, wie es ein verantwortungsbewusster Erwachsener tun sollte, dürfen sie ungefähr diesen Betrag erreichen, wenn nicht sogar mehr. Ich frage mich, ob das bedeutete, dass ich optimal lebte. Ich meine, das tat ich verdammt nochmal ganz sicher nicht. Aber die Frage blieb. Vielleicht ist der Preis des Glücks für jeden Menschen anders. Vielleicht hatten diese Nobelpreisträger den Preis der Sucht nicht mit eingerechnet. Oder Depressionen. Oder andere Worte, die von der Gesellschaft als psychische Erkrankungen eingestuft werden. Haben sie die Kosten für Antidepressiva und Schlaftabletten in die 75 Riesen eingerechnet? Das ist der Preis, dass manche Menschen zahlen müssen, um schlafen und funktionieren zu können. Ich war mir verdammt sicher, dass das nicht in dieser Zahl enthalten war. Vielleicht müssen Menschen, die mit mehr Narben auf ihrem Körper geboren wurden, mehr bezahlen, um glücklich zu sein. Und allein das glücklich eine so traurig abstrakte Maßeinheit ist. Wie kann man Glück überhaupt in Zahlen messen? An der Anzahl der Besitztümer, die man in seinem Schlafzimmer hat, mit der Anzahl der Kinder, die du hast, und wie ihre Erziehung durch die Zahl auf deinem Bankkonto begünstigt wird, daran, wie oft du an einem Tag gelächelt hast, stimmt irgendwie. Wie kann man eigentlich Glück messen? Irgendwie stimmt. Wenn du das Glück am letzten Punkt misst, zählt dann auch ein falsches Lächeln? Siehst du, zu viele Variablen und ich musste diesen ganzen Mist in einem Artikel mit höchstens 700 Wörtern zusammenfassen. Ein Artikel mit 700 Wörtern oder weniger, der mit $100 belohnt werden würde, wenn er genug Klicks bekommt. Das hat er immer noch nicht und wird er wahrscheinlich auch nie. Aber glaubst du, dass diese Zahl der richtige Preis für dein Glück ist? Lass es uns im Kommentarbereich wissen. In dieser fröhlichen Bemerkung beende ich meinen Artikel und ignorierte dabei die Ironie der Frage selbst. Genauso wie ich meine 5. Zigarette ignorierte, die langsam im Aschenbecher herunterbrannte. Eine weitere verschwendete Gebühr, um den Preis des Glücks zu begleichen. 5 Zigaretten für heute noch übrig. Ein Abend für alte Freundschaften und neue Bekanntschaften. Ah, Kundschaft. Ist jemand da?
oder der Katzende. Naja. Beim ersten Teil auch gewesen, wo dann hier, wie gesagt, der Katzenpapi da war und hier, die dann Sängerin werden will, dann auch da war als Kätzchen. Ja, sogar ein blaues und ein gelbes Auge, das Mädchen. Katze. Miau. Ausrufezeichen. Hallo, du hast mich erschreckt. Du bist eine Neko Mimi, richtig? Du wirst dich jeden Moment verwandeln. Oder vielleicht auch nicht. Willst du Milch haben, Katze? Wenn du sie bezahlen kannst. Ach, Lu, sag mir doch da. Du hast ja schon gesehen hier ein Dings. Hey, Hochi. Und hey, ein neuer Kunde. Miau. Es hat auch am ersten Teil auch schon gedampft wie so eine Blöde. Hallo Lua, ich glaube nicht, dass dies die Art von Katze ist, die Kaffee trinkt. Nein, das scheint nicht der Fall zu sein. Hast du eine neue Hauskatze? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich sehe die Kleine heute zum ersten Mal. Miau. Riechst du ein Meerkätzchen? Willst du kuscheln? Ich hoffe, du moderierst doch nicht nach Fisch. Seit Mies jetzt? Schon gut, schon gut. Keine Streicheinheiten. Katzen. In der Tat. Ich frage mich, ob sie dich verirrt hat, aber sie hat kein Halsband, also könnte sie ein Streuner sein. Aber sie ist süß, sie wäre ein nettes Maskottchen. Ah, ich denke, das ist ihre Entscheidung, nicht unsere. Ah, Katzen. Es schläft Mietz. Richtig. Wie auch immer, ist es schon eine Weile her. Stimmt, das letzte Mal haben wir dich vor gut einer Woche gesehen, nicht wahr? Was hast du so getrieben? Ganz ehrlich? Hauptsächlich gearbeitet, wie immer. Ich werde nicht lügen, ich bin ziemlich fertig. Kommst du gerade aus dem Büro? Ja. Aber zu meiner Verteidigung. Ich habe die letzte Stunde damit verbracht, ihr Brautkleider auf Tomodachi anzugucken. Das klingt lustig, oder? Naja, es ist nicht unlustig. Es ist eine mäßig enthusiastische Antwort. Wie laufen die Hochzeitsvorbereitungen? Sie laufen. Bevor ich das beantworte, brauche ich vielleicht ein Getränk. Du siehst so aus, als könntest du etwas Warmes gebrauchen. Etwas Warmes und Gemütliches, ja. Milchig und beruhigend, mit einem Hauch von warmer Würze. All diese warme Schokolade. Ich werde mich bald aufs Ohr hauen, also etwas, das mir beim Einschlafen hilft. Und wie ich sehe, hast du schicke neue Zutaten. Wir haben es tatsächlich Blupi und Hibiskus. Das klingt interessant. Dann würde ich gerne Hibiskus probieren. Mit Milch und warmen Gewürzen, bitte. Ich dachte, sie will Kakao haben, weil das angezeigt wurde. Aber eben gespeichert. Ich muss trotzdem gucken, wenn ich hier diesen Kakao gebe, oder die denn ein. Ist der gewesen? Ja. Der? Ich weiß gar nicht mehr. Hibiskus, Hibiskus, Hibiskus. Das mit Hibiskus probieren mit Milch und warmen Gewürzen. Hibiskus, Milch, ja, warme Gewürze. Den Hibiskus mit Milch schon mal. Das ist schon mal nicht.
Hier ist keine Milch dabei, das ist es auch nicht. Hier ist nur irgendwo zu tun, ist keine Milch. Irgendwo ein Honig ist auch keine Milch dabei. Milch und Honig kann ich jetzt probieren erstmal. Was hätte ich sonst noch? Mit Zimt oder vielleicht Zimt. Allerdings hat sie gesagt, dass mir beim Einschlafen hilft. Dann Milch, Honig und Milch, Zimt hätte ich im Moment. Hätte ich auch Milch und Ingwer machen können. Gucken. Hibiskus, Milch und Ingwer. Ich probiere es mal. Gott, Mau, armes Kätzchen. Mal gucken, erstmal soll ich das Zeug saufen. Das ist schön, auch wenn es ein bisschen anders als das, was ich mir vorgestellt habe. Ne, also schon mal nicht. Die Miets wieder wach. Oh, armes Kätzchen, hatte ich die Maschine aufgeweckt? Miau. Er hatte gerade die Tür aufgemacht. Und da geht das Maskottchen. Vielleicht kommt sie später zurück. Ich wette, das wird sie. Katzen haben immer Gründe für ihr Handeln. Auch wenn sie oft ziemlich geheimnisvoll sind. Das ist richtig. Wie auch immer. Hier ist dein Getränk, Lua. Oh, das riecht aber gut. Es hat auch eine schöne Farbe. Oh, und es schmeckt wunderbar. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, Hochi. Du bist immer ein Anblick für bunte Geschmacksknospen oder so. Freut mich, dass es dir schmeckt. Ich liebe es. Richtig, also die Hochzeitsvorbereitungen. Und da wollt ihr natürlich wissen, wie es weitergeht. Ich auch, aber jetzt beende ich trotzdem die Folge. Also es ist ein schöner Cliffhanger, dass ihr dann einschaltet beim nächsten Mal. Also, vergesst nicht zu bewerten und zu abonnieren und so, um auch Kommentare zu schreiben und solche Dinge. Und beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.